Der Verbund der Vereine bedankte sich am vergangenen Freitag bei all seinen Sponsoren und Förderern. Im Barbarasaal der Vattenfall Hauptverwaltung versammelten sich all jene, die den 10. Tag der Vereine erst möglich machten. Wir hatten ja im letzten Jahr den 10. Tag der Vereine mit einem großen Erfolg für uns abgeschlossen. Über 20.000 Besucher, eine tolle Abendveranstaltung zu unserem Jubiläum und sind jetzt schon mitten in der Vorbereitung zum 11. Tag der Vereine. Sponsoren sind sehr wichtig, deshalb gibt es heute hier also auch eine Bilanz und eine Auswertung. Und wir würden uns also auch freuen, wenn sich bei uns weitere Sponsoren melden. Zu den Förderern gehören unter anderem die Sparkasse Spree-Neiße, die GWC, CMT, Wochenkurier, das Autohaus Förster und die Brauerei Königsbräu. Ehrengast des Abends war Dezernent für Jugend, Kultur und Soziales der Stadt Bernd Weiße. Für den kulturellen Rahmen sorgten die Tänzerin Kira Marie Wolter und die Artistinnen Elisabeth Wittig und Alina Müller vom Ensemble Pfiffikus unter der Leitung von Carina Caro.